Hast du mitbekommen, dass Mark Zuckerberg sich seine eigene AI gebaut hat, die fortan sein Haus verwalten soll? Ja, das habe ich gesehen und fand ich auch ziemlich krass. Also ich hatte schon damals gehört, dass er da angefangen hat, selber sein Haus halt irgendwie mit so einem Ironman-mäßigen, ja, künstlicher Intelligenz auszustatten. Und jetzt ist er halt fertig und erst dachte ich so, okay, ist wahrscheinlich so ein Smart Home halt selbst gebaut. Aber was ich dann gelesen habe, er hat das ja auch auf Facebook gepostet, fand ich ziemlich krass. Also er hat ja wirklich ein AI-System gebaut, was ihn natürlich verstehen kann. Also er hat wirklich so eine Art, es gibt ja solche Chatbots, die halt richtig, richtig gut sind. Also die wirklich Nuancen verstehen und wirklich, mit denen du jetzt nicht so reden musst wie mit Siri und die dich trotzdem verstehen. Und das hat er halt geschafft und kann damit so sein Haus steuern. Da gab es auch ein paar Videos, wo man ihn dann sieht und er steuert dann das Licht damit und sagt so, ja, jetzt mach mal das Licht ganz hell. Und jetzt ein bisschen runter und jetzt schalt mal überall die Lampen an. Und er macht das so ganz natürlich. Und dann sagt er auch, spiel mir was von Red was Hot Chili ähnliches Peppers war wie, das. genau, was ähnliches wie Red Hot Chili Peppers. Und Ja. dann spielt er halt Nirvana. Und Der ist das schon nicht fand ich halt schlecht auch auf jeden ganz Fall. cool. Ja, und ja, und dann gibt es auch noch die Gesichtserkennung, so Bilderkennung an der Tür. Und mit mehreren Kameras erkennen die dann halt, welche Person da an der Tür ist. Ja, das hat er allerdings nicht ganz selber gemacht, ne? Soweit ich weiß, greift er da auf die Facebook-Algorithmen zurück, die Ja. die Leute vor der Tür erkennen sollen. Ja, genau. Er nutzt halt viele schon vorhandene Systeme. Also er nutzt natürlich schon diese Chatbot-Systeme. Er nutzt die Spracherkennung. Ich weiß nicht Ja. woher, vielleicht von Facebook auch. Und ja, dann genau das mit der Gesichtserkennung nutzt er auch von Facebook. Sprachverarbeitung und so nutzt er auch von Facebook. Aber die Kombination hat er halt selber gemacht und dadurch hat er halt so einen ultimativen, ja, mächtigen AI so geschaffen. Ein mächtiges AI, was wirklich, ja, schon fast ein bisschen menschlich ist, so. Und das ist echt cool, weil ich meine, Jarvis aus dem Film ist ja auch so ziemlich natürlich, fast wie eigentlich wie ein echter Mensch. Und was er auch noch gemacht hat, ist, er hat halt seine Geräte so Smart Home-mäßig mit dieser AI verbunden, den Toaster, Thermostat, Lampen, so alles mögliche. Aber das ist ja jetzt nichts Neues, so in dem Sinne, kennt man ja auch von Google Home und so. Aber trotzdem ganz cool. Und er hat auch noch eine T-Shirt-Kanone damit verbunden und kann dann dem AI sagen, dass er ihn mit einem T-Shirt abschießen soll. Ja, also die größte Errungenschaft da drin sehe ich halt in dieser Vernetzung. Gerade Ja. auch im Zusammenspiel mit Facebook. Kann man jetzt kritisch sehen, wie man will oder nicht, aber es ist halt schon ziemlich cool, so dass du halt auf Facebook so dein Haus anschreiben kannst. Ja, Oder auch absolut. oder mit ihm reden kannst, so. Das stimmt. Und also ich fand den Brief auch echt interessant, den er da gepostet hat. Und da merkt man so ein bisschen, so, das ist so, als würde man so 5 Jahre in die Zukunft gucken oder so und dann einen normalen Haushalt sehen und wie man dann mit seinem Haus interagieren kann. Und das ist schon interessant, ja. Cool ist halt auch, dass er das alleine gemacht hat. So, es war ja Teil von seiner Ja. Yearly Challenge, die er sich halt irgendwie pro Jahr stellt, so, wo er halt ein Jahr lang ein Projekt verfolgt und da halt alleine dran arbeitet. Und dass sowas dabei rumkommen kann, so ist schon, also das spricht ja für ihn auch auf jeden Fall. Ja, ich hatte auch Mark Zuckerberg ehrlich gesagt nicht so als Entwicklergenie eingeschätzt. Also Nee, ich auch nicht. das hatte mich auch überrascht. Aber Ja. ja, das ist beeindruckend, wirklich. Und das zeigt ja, wenn eine Person sowas schafft, was dann eine ganze Firma damit machen kann, kann man sich natürlich denken. Also Naja, nun da. konnte er halt schon auf ziemlich gute Ressourcen zurückgreifen. Ja, das stimmt Aber, auch. Ja. also, das ist schon ein guter Ausblick, so was auch Facebook erreichen könnte, wenn sie so gezielt an sowas arbeiten würden, Ja, ne? absolut. Ich weiß nur nicht, inwieweit jetzt Facebook so an Smart Homes interessiert ist. Das ist dann ja eher sowas für Google, glaube ich, oder Amazon. Aber wird trotzdem interessant sein zu sehen, dass Facebook das ja wahrscheinlich, Facebook wird dann die AIs für ja, sozialere Dinge nutzen können, kann ich mir Ja, ich vorstellen. denke halt auch, dass das darüber hinaus für Facebook durchaus interessant sein können, so, weil die sind ja immer weiter am Diversifizieren, so. Ja, Man das nehme stimmt. nun mal so Oculus, die sie dazu gekauft haben oder Ja. so. Die versuchen halt immer ihr Geschäftsfeld zu verbreitern und warum nicht in Smart Home Richtung gehen?
Ja, absolut. Ja, interessantes Thema auf jeden Fall. Und wenn da wird es ja auch demnächst ein paar Videos geben, da werden wir bestimmt auch nochmal drüber reden Ja, auf und jeden ein Fall. Video machen. Ja, interessantes Thema auf jeden Fall. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ihr werdet von uns hören.